Heute hat die Kommission die wirtschaftspolitischen Empfehlungen für Luxemburg im Rahmen des europäischen Semesters angenommen. Zuerst die guten Neuigkeiten. Nachdem Luxemburg alle Vorgaben des Stabilitätspaktes erfüllt, gibt es keine Empfehlungen zum Budget. Außerdem gibt es dieses Jahr nur drei Empfehlungen. Erstens eine Erweiterung der Steuerbemessungsgrundlage, das heißt der Assiette Fiscale, vor allem im Bereich Konsum, Umwelt und Vermögen. Zweitens sollte das Pensionsantrittsalter erhöht werden. Und drittens schlagen wir eine Reform des Systems zur Anpassung der Gehälter vor, natürlich in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern, damit die Gehälter die Produktivität besser widerspiegeln.